Jetzt haben wir in Deutschland ja fast jedes Jahr oder alle 2 Jahre immer eine Studie, die uns vor Augen führt, dass Kinder in Deutschland arm sind. Und wir hören ja auch Menschen, die sagen, naja, aber so arm, ja, wie in Syrien oder in afrikanischen Staaten, so schlimm geht es denen doch hier gar nicht. Und man hat so den Eindruck, man möchte dieses Relative wieder relativieren, so als sei es gar nicht so schlimm. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man mit dem Begriff der relativen Armut nicht genau verfällt darin, dass man sagt, relativ gesehen und im Vergleich zu anderen Ländern sind die Kinder in Deutschland nicht arm. Der Vergleich hinkt hier einfach und das muss man zur Kenntnis nehmen. Und es gibt nach allem, was wir wissen und auch schon seit vielen Jahren wissen, überhaupt gar keinen Grund, Kinderarmut zu relativieren. Im Gegenteil. Und Sie waren in den Wohnzimmern von Familien, denen es nicht so gut geht. Was haben Sie da erlebt? Sie haben ja mit denen gesprochen, auch mit den Kindern gesprochen und mit den Eltern. Häufig haben wir ja so in der Öffentlichkeit die Meinung, die meisten Mütter, die arm sind, die interessieren sich nicht für ihre Kinder. Da würde ich sagen, ist das Gegenteil der Fall, wenn ich auf die Gesprächspartnerinnen blicke, mit denen wir gesprochen haben. Die Möglichkeit im Prinzip, dem Kind das Fahrrad zu kaufen. Der Unterschied ist eklatant zu einer Familie, die diese Ressourcen überhaupt nicht hat, das Geld nicht zur Verfügung hat und dann eigentlich nicht entscheiden kann aufgrund eines Erziehungsstils oder eines Lebensstils, sondern keine Entscheidung treffen kann, weil die Mittel nicht da sind. Viele Erzieherinnen leben selbst in einer prekären Lebenslage, wenn sie etwa alleinerziehend sind. Und sie sind nicht diejenigen, die, deren Arbeit anerkannt wird in Form einer angemessenen Entlohnung. Also sie sind häufig selbst Betroffene und sie sind nicht verantwortlich dafür, was auf politischer Ebene verändert werden müsste. Gerade Eltern, die arbeitslos sind oder wirklich in einer prekären Lage leben, machen häufig die Erfahrung, dass sie nicht anerkannt werden, dass ihre Reputation sehr niedrig ist. Und sich nicht wertgeschätzt zu fühlen, kann eben dazu führen, dass man den Kontakt zur Schule auch nicht sucht. Das ist aber häufig wichtig für die Kinder, dass die Eltern auch offen in die Schule gehen, vielleicht auch Forderungen stellen, was notwendig ist für das Kind. Über einen langen Zeitraum immer Mangel zu erfahren in einer reichen Gesellschaft, ist dramatisch. Die andere und erweiterte Perspektive darauf ist aber, dass sich Armut dann häufig auch vererbt. Es ist eben ungeheuer schwer für Kinder, sich hinauszubewegen aus der Armut. Und es ist deswegen schwer, weil unsere Rahmenbedingungen zu schlecht sind dafür. Also es wird Kindern aus einer Armutslage schwer gemacht, den sozialen Aufstieg tatsächlich zu schaffen und damit dann als Erwachsene und vielleicht auch dann wieder als Mütter oder Väter andere Bedingungen zu schaffen für ihre eigenen Kinder. Wenn Sie jetzt einmal ganz viel Macht hätten, heute, wir sind in Frankfurt, und Sie wären jetzt, ich sag mal, für ein Jahr Oberbürgermeisterin von Frankfurt. Und Sie könnten aus dem Vollen schöpfen, was natürlich Kommunen häufig nicht können. Mhm. Aber gibt es 3 Sachen, wo Sie sagen, da würde ich mich nicht nur engagieren, sondern da würde ich auch echte Veränderungen auf den Weg bringen? Das Stichwort an der Stelle ist die Anerkennung und Wertschätzung der Erfahrung und der Menschen. Und wirklich ein systematisches Einbeziehen und damit auch Partizipation. Weil ich glaube, wir reden sehr oft über Menschen und Familien und Kinder in Armutslagen, aber nicht mit ihnen. Das wäre so ein erster Anknüpfungspunkt, den ich ganz zentral finde.